Wir haben keine Zeit. Ich muss den direkten Ansatz wagen. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ich habe keine andere Wahl. Weil du verrückt bist wie ein Hase im März, Junge. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich eine Entschuldigung. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir haben beim letzten Mal hier so ein paar Schiffle versenkt und oben deine Fahne gehisst. Als Zeichen von wegen, wir haben es geschafft. Und jetzt schauen wir mal, ob der Typ uns jetzt wohlgesonnen ist, der eine Rede an unserem Grab halten wollte. Und ob wir Pitcairn finden. Ja, schauen wir einfach mal. Aufsetzen. Nein. Hier sollst du lang. Ja, wo bringt er uns denn hin? Durch das Schlachtfeld, wie es scheint. Links, okay. Finde ich als Linkshänder ganz gut. Bin ich dabei? Ah, rechts, na. Rechts finde ich jetzt nicht so dolle. Sie sind in der Überzahl, sagt ihr. Besser bewaffnet, besser ausgebildet. Doch ich fürchte. Und ihr habt auch keinen Grund. Denn trotz besseren Materials fehlt es ihnen dennoch an Überzeugung. Uns jedoch nicht. Wir haben Disziplin und Ordnung. Und was am wichtigsten ist, wir haben Leidenschaft. Wir glauben. Also bleibt wachsam. Spart Munition. Wartet auf eine freie Schussbahn und vor allem anderen Männer. Schießt erst, wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht. Gottverdammt! Geschafft! Das war eine gute Ansprache. Lügen, allesamt fürchte ich. Doch, solche Lügen brachten uns so weit. Was ist mit Pitcairn? Er verließ Boston, wie ich vermutete. Und hat ein Lager auf Morton Hill bezogen. Man wird kaum an ihn herankommen. Nicht bei diesem Durcheinander da unten. Ich schätze, dass du außen bist. Oder warten, bis wir ihre Reihen gelichtet haben. Wir haben keine Zeit. Ich muss den direkten Ansatz wagen. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ich habe keine andere Wahl. Weil du verrückt bist wie ein Hase im März, Junge. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich eine Entschuldigung. Ja, aber man muss zugeben, dass das wirklich Deckung nutzen. Oh, der Raid, den soll ich jetzt also wahrscheinlich hier hin, um da durchzukommen. Aua! Ja, dann kann ich jetzt auch gleich drauf scheiße. Nee, wirklich den direkten Weg. Hat er ja auch gesagt, oh, ja, hier Deckung. Moment. Halt mal schon. Ey, du kannst den Tank immer schon gut heilen. Dann kannst du das jetzt nicht. Gleich erschossen, ja, war klar. Dann halt nicht! Aber wir kriegen das gleich hin. Wir kriegen das gleich hin, Leute. Einmal Deckung. Hallo, Deckung.
vorne sollte ich bekommen. Gerade geschafft, das sind ein paar umgefallen. Jetzt sind die dran und dann kann ich hier. Hallo! Versehentlich hier rein. Nichts deckend ist da drüben. Ich kann nicht einfach mal durch. Ich glaube, das dürfte gerade passen. Das ist doch hier nicht ohne Grund. Ich soll hier über die Bäume, oder? Das ist doch hier nicht ohne Grund so aufgebaut. So pseudo nicht linear, sag ich mal. Man sieht nicht linear, aber man sieht dann doch irgendwie, was sie meinen, was sie von einem haben wollen. So. Unser Ziel ist nicht mehr weit entfernt. Jetzt nur nicht übermütig werden. Kommt einer. Ja, schau wieder weg. Komm, schau wieder weg. Komm schon. Bin ich da? Aber wenn du es unbedingt drauf anlegen willst, kannst du gleich gerne ein Attentat abbekommen. Ja, trau dich. Muss mich wohl versehen haben. Ja gut, dann gehe ich halt mal weiter. Ja, finde ich gut. Kann ich den? Nö. So nicht ins Visier nehmen. Schon Pitcairn erledigen. Moment. Hier habe ich noch eine Versteckmöglichkeit. Das sind ganz viele jetzt. Ich glaube, ich komme da gar nicht so direkt ran. Das gefällt mir nicht. Oh, Reflexschuss. Okay, ungünstig. Ey, nein! Hey, ich hab dich doch hier voll gekontert. Hallo? Kontern ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, weil ich muss da auch noch... Ich muss nicht einfach B drücken und dann A, sondern ich muss... beim Kontern auch noch in die Richtung, von der ich kontern will. Zumindest habe ich immer so das Gefühl gehabt. Ja, jetzt kommt, dann mache ich euch halt zuerst, ihr blöden Mistviecher.
ich habe B gedrückt und ich habe Konter gedrückt. Natürlich macht er den. Verdammt. Desynchronisiert. Ach komm. Das ist doch ein Schmarrn. Das hier aber nicht. So, jetzt probieren wir es mal anders. Ich würde ihn einfach gern direkt erledigen, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, vielleicht bin ich halt am Anfang schon den falschen Weg gegangen. Vielleicht kann ich ihn ja gleich... Okay, der läuft durch das nächste Büschel durch. Durch das hier wahrscheinlich nicht. Hier kann ich ihn wahrscheinlich nicht irgendwie attentaten. Nee. Also wenn ich jetzt hier vorsichtig hier rüber gehe. Durch dieses Büschel läuft er durch. Durch dieses Büschel muss er kommen. Es führt kein anderer Weg nach... Okay, lassen wir das. Ja, komm, 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 komm. Weg mit dir. Den vermisst eh keiner. Ich komme da auch nicht zurecht an Pitcairn ran. Okay, die laufen hier nochmal eine Runde. Welche ungünstig. Ach komm, jetzt komme ich immer versehentlich auf so blöde Dinger, weil die Sticks, wenn man sie reindrückt, auch als Tasten zählen. Das ist doch absolut dämlich. Also, was soll das denn? Geht aber auch nur verdammt schnell, wenn die von irgendwo angreifen. Ja, das wird wieder nix. Du schießt mir hier nicht. Dich Hammer. Okay, ich brauch dringend ein Schild. Was für Ziel verloren. Ach, ist der abgehauen oder was? Haut der dann auch noch ab? Ja, wieso sagt mir das keiner? Ey, das ist doch echt räudig. Wir kriegen den schon noch, Leute. Wir kriegen den schon noch. Die Frage ist halt nur, wie. Wie kriegen wir ihn? Einfach reinrennen und umnieten ist wahrscheinlich nicht zu drin. Irgendwie könnte man doch auch zielen. Oh, habe ich jetzt einen hergepfiffen nur?
Ja, okay, dann. Okay, Mist. Pitcairn, wo bist du? Ganz ehrlich, ich renne da jetzt rein. Und irgendwann erwische ich ihn mit dem Reflexschuss. Fertig. Das ist jetzt mein Ziel. Da schleichen kannst du hier bei der Aufstellung echt vergessen. Jetzt hat mich da drüben einer gesehen. Ja, wieso geht er nicht in... Danke, geht auf Entdeckung, genau. Wobei, warte mal, ich habe da doch eine schöne Idee. Habe ich hier nicht Wurfpfeil, Rauchbomben, Giftpfeile? Habe ich hier nicht auch Sprengfalle, Fallen, Köder, Giftpfeile? Muss ich nur aufpassen, dass mich der da drüben nämlich nicht sieht. Das wäre nämlich ungünstig. Aber jetzt kann ich doch vielleicht einwerfen. Moment. Halt, nein, 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 nein. Oh, versteckte Klinge. Piraten-Enterball. Kriegskeule. Ne, wir bleiben bei dem. Ich will hier wieder... Moment, vielleicht gehen wir doch mal auf die versteckte Klinge. Weil die ist nämlich, glaube ich, schneller. Hab ich dich jetzt, hä? Nein, 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 nein! Als ob, ich hab sowas von B gedrückt! Ja, verarsch mich nicht! So, jetzt bin ich wieder versteckt. Vielleicht kann ich ja wirklich vorher irgendwie die reinlichten.
Weil das war ja gerade eigentlich so gar nicht so schlecht. Wir versuchen das mal. Die Reihen lichten. Ja? Der kommt ja jetzt hier irgendwie, ne? Wenn der hier durchkommt, kann ich dann schön den hier machen. Ich bin nicht da. Dass der mich nicht sieht, ey, wie blindfischig kann man sein? Oh, da kommt ein anderer, ups. Moment. Ah, ich habe die versteckte Klinge noch ausgerüstet. Okay. Ah, ich muss halten. Okay. Okay, okay, ich verstehe es langsam, glaube ich. Okay, aber... Bei ihm kann ich nicht kontern. Bei ihm ja. Ja, er schlägt mich dann, wenn ich versuche, bei ihm zu kontern. Waffen ich dich halt. Waffen ich dich halt. Waffen ich dich halt nochmal. So, jetzt komm. So, jetzt haben wir dich aber. Komm, jetzt. Es muss doch langsam mal gut sein. Na also. Es geht doch, Leute, es geht doch. So, was hast du jetzt noch zu sagen? Warum hast du das getan? Um Adams und Hancock zu schützen und ihre Dienstherren. Du wolltest sie töten. Sie töten? Bist du verrückt? Ich wollte nur verhandeln. Es gab vieles zu besprechen, zu erklären. Dem hast du ein Ende gesetzt. Wenn das die Wahrheit ist, überbringe ich ihnen deine letzten Worte. Sie müssen die Waffen niederlegen. Sie müssen den Krieg beenden. Warum sie und nicht die Rotröcke? Glaubst du, wir hätten sie nicht um dasselbe gebeten? Solche Dinge brauchen Zeit. Wir hätten Erfolg gehabt, hätte ich meine Rolle erfüllt.
Die Rolle des Puppenspielers. Besser wir halten die Fäden als ein anderer. Nein, es sollte keine Fäden geben. Alle sollten frei sein. Und wir alle sollten in Luftschlössern leben. Du führst deine Klinge wie ein Mann, aber du redest wie ein Kind. Und deshalb werden noch mehr sterben. Sahang yanere ne otena am da setakwe. Tinio ne yahotena tam da setakwe. Mich ranschleichen. Warum haust du nicht ab und hilfst beim Abbau des Lagers? Und tu das nicht noch einmal, hörst du? Gott verdammt! General Putnam. Du lebst. Das kann man von Pitcairn nicht behaupten. Gut so, schätze ich. Aber das ändert nur wenig. Ich gab Befehl zum Rückzug. Wir haben zu viele verloren, zu wenig gewonnen. Wenn die Loyalisten den Hügel wollen, sollen sie ihn haben. Boston ist weit wichtiger. Es gibt ein größeres Problem. Wie meinst du das? Das kann nicht stimmen. Die wollen Washington ermorden. Das kann wohl schon stimmen. Ja, Mensch, Mission beendet und mal wieder nichts geschafft. Aber es war schon so schwer genug. Sequenz 7 beendet. Oh, okay. Der Part könnte etwas länger werden, weil Sequenz beendet könnte auch wieder immer Zwischensequenz bedeuten. Hm? Meine Feinde sind hartnäckig. Wenn Geld nicht ausreicht, greifen sie zu Gewalt. Inzwischen habe ich Johnson und Pitcairn erledigt. Ihre Pläne durchkreuzt. George Washington versammelt die Kolonisten. Und ihr Marsch in die Freiheit wird langsam ernst. Kein Wunder, fürwahr, dass die Templer seinen Tod wollen. Sie wollen dieses Land verwandeln. In etwas Kaltes und Geordnetes. In etwas Seelenloses. Und er ist ein Hindernis. Ich muss ihn retten. Auf dass sein Traum wahr wird. Und mein Volk sicher ist. Doch je mehr ich helfe, desto größer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Die Templer wähnen ihre Männer ein Opfer der Revolution. In ihren Augen sind die Assassinen tot und zerschlagen. Keine Bedrohung für sie. Doch ich will sie bald bewahren. Und dabei auch mich. Ich muss vorsichtig sein. Wie verläuft die Jagd, Connor? Es gibt Fortschritte, doch ich bezweifle, dass das reicht. Du bist, wo man dich am meisten braucht. Hättest du Charles Lee oder deinen Vater verfolgt? Was wäre dann mit Paul Revere oder den Soldaten in Lexington? Soldaten? Es gab keine Soldaten in diesen Städten. Nur Männer und Frauen, die sich selbst verteidigen mussten. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dein Kampf ist der Kampf der Kolonisten. Hilfst du den einen, hilfst du den anderen. Ermutigende Worte von einem, der diesen Kampf für aussichtslos hielt. Mach dir nichts vor. Das tue ich noch. Und doch erfüllen mich deine Erfolge mit etwas Stolz. Wo sollte ich deinen Anteil daran sehen? Sieh ihn nicht. Und gib den Umhang zurück und die Klingen und die Pfeile und all die Jahre der Ausbildung und das Wissen, das ich dir anvertraute. Gib mir all dies zurück. Dann werden deine Worte vielleicht wahr. Oder gib einfach zu, dass du dich geirrt hast. Ach, Kind, bitte. Du tötest zwei Männer. Einer eher ein Kaufmann als ein Soldat. Da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich beeindrucken willst. Ach, ist das so, alter Mann? Warum gehen wir nicht vor die Tür, hä? Ich würde dir nur zu gern demonstrieren, wie... Connor, das ist Benjamin Talmadge. Sein Vater war einer von uns. Kein Grund für Geheimnisse. Ich glaube, er hat uns etwas zu sagen. Achilles sagte mir, dass du einen Plan zur Ermordung
des Commander in Chief entdeckt ist. Ja, aber ich habe nur falsche Ansätze und Sackgassen gefunden. Nicht mehr, mein Freund. Thomas Hickey ist dein Mann. Ich will dir helfen, ihn zu schnappen. Wie? Ich erklär's dir auf dem Weg. Du und ich ziehen nach New York. Okay, cool. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir schon wieder 30 Minuten in diesem Part. Dieser Part hier ist echt lang geworden. Und deswegen machen wir einen Cut für diesen Part hier. Sollte das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder einen Spaß an diesem Kommentar. Und würde mich über ein Däumchen und einen Kommentar... Wieder Spaß an diesem Kommentar. Ich kann schon nicht mehr reden. Wieder Spaß an diesem Part. Und würde mich über einen Kommentar oder eine Bewertung sehr freuen. Und wenn wir uns auch wieder dann beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed 3. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.